Tag Leute, und heute habe ich mal wieder vor, ein Clash Royale Video für euch zu machen. Ich habe jetzt lange, ich glaube 2-3 Tage nichts gemacht. Und dann wollte ich heute nochmal ein Video machen. Guck mal, wie das einfach aussieht. 2 Niederlagen und 2 Siege. So richtig schämen. Da muss ich mich so richtig schämen. Ich spiele das Hog Freeze. Hog Double Freeze nenne ich's. Weil es von mir selbst erstellt ist, darf ich das natürlich auch benennen. Double Freeze heißt, weil da ist ein Sepp drin, da ist ein Freeze drin, da ist ein Eisgeist drin. Das freest alles. Ah, der Freeze hätte die Valkyrie noch mitnehmen können. Ich habe keinen Schaden gemacht. Es ist sehr schlecht für den ersten Push. Nicht so gut. Immer noch keinen Schaden, das gibt's doch nicht. Und ja, sonst ist alles im Moment nice. Endlich machen wir mal Tower Damage und nicht zu wenig. Können wir die Musketieren one-hitten? Na, schade. Das ist so ein ähnlicher, alles klar. Es ist so krank. Ich kann gar nichts gegen den Push machen. Und vor allen Dingen, er wehrt alles ab. Oh cool, jetzt wenn ich 9 Elixier habe, kann ich mal meinen Push. Lässt er mich 9? Kann ich meinen Push aufbauen? Ja, perfekt. Die Stimmen, wenn ihr sie überhaupt im Hintergrund hört, sind von Freunden. Ja, gut. Als ob wir wenig hatten, der Turm. So, so, eventuell so noch, so. Und dann könnte das eventuell. Aber auch nur eine ganz kleine Chance besteht. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, der Freeze war zwar perfekt, aber schade. Nicht schlecht, gutes Spiel. Oder gutes Spiel, nicht jetzt so rum. Und hier habe ich nochmal einen kleinen Cut. Es geht direkt auch weiter. Verloren, Tour kurz durchrushen. Seltene war drin. Und ja, ich habe endlich das Friedensgerät Level 4 da hochgemacht. Ja. Ich hoffe, es läuft im Moment schlecht, aber ja, Nico hat gerade eine legendäre Truhe getroppt bekommen. Das wird's aussehen und vielleicht kommt wieder ein kleines Video. Bis dann.